So, ich bin heute mal nach Merseburg gefahren, weil Merseburg in der Ansicht eine schöne Stadt ist und habe jetzt hier Folgendes entdeckt, was ich total unglaublich finde. Man sperrt hier zwei Raben ein aus einer Tradition heraus. Ich verlinke das dann auch noch mal unten, genau die Tradition. Und da werden lebende Tiere eingesperrt und gefangen gehalten und argumentieren tut man das noch: Lieber Tierfreund, wir wurden im Tierpark geboren und wuchsen in menschlicher Obhut auf. Ein Leben in der Natur würden wir nicht überleben, da wir auf die Fütterung durch unsere Pflege angewiesen sind. Ihr Rabenpaar. Da wird nicht mal als Unterschrift gesagt, jetzt hier, wer der wirkliche Träger ist von dieser ganzen Geschichte, sondern man macht dann eine fiktive Unterschrift und sagt, ihr Rabenpaar. Also ich halte das für einen Riesenskandal, Tradition hin oder her. Da muss kein lebendes Tier gefangen werden, nur um eine Tradition aufrechtzuerhalten. Also das finde ich ein Skandal. In der heutigen Zeit dürfte sowas nicht mal möglich sein. Und insofern mache ich jetzt hier auch ein Video darüber, will das veröffentlichen und bitte da mal um eure Kommentare, was ihr dazu findet jetzt, ob das irgendwie geändert werden sollte, vielleicht über Petition oder Eingaben direkt beim Tierschutzverband oder bei der Stadt Merseburg, weil das kann nicht sein, dass hier lebende Tiere aus einer Tradition heraus gefangen gehalten werden, ja, und mit diesem Argument, die würden nicht überleben. Ich meine, hier, die picken ja auch, wie man das ja sieht, ne, pickt da hier auch was auf. Da findet schon sein Fressen. Und in der freien Natur würde der genauso sein Fressen finden. Ja, ist ja keiner mit einem Löffel oder mit Pipette und füttert die Tiere. Also insofern ist das wirklich ein an Herrn herbeigezogenes Argument hier. Also ich hoffe, dass dieses Gehege nicht mehr lange steht. Man kann ja gerne eine Gedenktafel machen oder wie eben diese Schilder hier sind. Das reicht doch vollkommen aus. Da muss man nicht lebende Tiere in der Gefangenschaft halten. Also von dem her, ja, bitte ich auf eure Unterstützung mit. Und wenn genügend Eingaben bei der Stadt Merseburg oder Tierschutzverein eingehen, denke ich mal, wird sicher auch eine Änderung möglich sein. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja. Bye bye. Also ich hatte noch einen Angestellten dort getroffen, ich konnte halt nicht filmen, also er wollte das nicht. Ich gebe das jetzt mal so wieder, was er halt gesagt hat, also nach anfänglichem Lachen und meinte, ja, ich wäre jetzt schon da, wer weiß wie viel Tausendste der damit käme und er meinte dann zum einen, also der hat das bekräftigt, was doch dran steht, der Rabe würde, oder die Raben würden sofort sterben, sofort. Also die fallen sofort tot um, wenn jetzt die aus dem Käfig rauskämen. Ja. Ich habe das dann dem Gerücht gesagt, ich sage, ich bezweifle das, dass so wie sie den Käfig öffnen würden, die Raben tot umfallen würden. Kann ich mir nicht vorstellen. Er sagte dann nur noch so etwas kleinlaut, ja, das wird aber halt so kommuniziert, also das sagt man denen so. Ich sage, ich habe nur beobachtet, dass dieser Rabe also auf dem Boden liegenden Brotkrumen oder irgend sowas, ja, rausgepickt hat, gegessen hat. Und ich könnte mir vorstellen, wenn das Gitter nicht drumherum wäre, würde er durchaus auch in der Lage sein, dies in der freien Wildbahn genauso zu machen. Ja.
Also ich gehe auch davon aus, dass Tiere generell einen Instinkt bewahren, angeboren haben und den auch sofort wieder entwickelt würden, wenn sie in freier Wildbahn wären. Aber ihr könnt es ja gerne, also wer, ich bin jetzt kein Fachmann, wer da besser Bescheid weiß, kann das gerne in die Kommentare mit reinschreiben. Ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. Ich gebe das jetzt wirklich nur spontan wieder, aus meinen Empfindungen heraus, wie ich das sehe. Und wie gesagt, ich halte das für ein großes Unrecht, was hier begangen wird. Und das vor allen Dingen, wo es keinen Sinn gibt. Also ich meine, man müsste jetzt generell die Debatte aufmachen, inwiefern überhaupt die Gefangenschaft von Tieren sinnvoll ist, sei es jetzt in Zoos, sei es in Zirkuswagen und so weiter. Das will ich gar nicht jetzt mal machen, ja, weil da gibt es so viele Für und Wider. Das wäre mir zu groß, da bin ich auch wirklich nicht der richtige Ansprechpartner. Das ist jetzt eine spontane Sache, weil, wie gesagt, ich war auf Fototour und habe das halt nur gesehen und gelesen und dachte, what the fuck, was geht hier ab? Ja. Und vor allem habe ich auch bemerkt, also, dass mehrere dort, also heute ist ein schöner Tag, da waren sehr viele Leute unterwegs und also von drei Leuten weiß ich auf jeden Fall, die dort auch mit mir gesprochen haben, weil ich dann auch, ich hörte die Kommentare so und habe ich die dann angesprochen. Und die waren genauso der Meinung, dass das also überhaupt nicht geht, dass man da zwei Raben in Gefangenschaft hält wegen so einer blöden Sage, so einer Tradition heraus. Ja. Also von dem her, so. Ich fände es gut, wenn diese Tradition gebrochen würde, wenn einfach diese Raben befreit werden könnten. Und man kann ja gerne eine Figur hin tun oder so einen Automaten, also irgendeinen so einen künstlichen Raben. Ich meine, heutzutage, alle Welt redet von Digitalisierung und was weiß ich nicht und künstliche Intelligenz und soll man doch irgendwie so einen kleinen Roboterraben da hinpacken und er kann dann auch noch lustige Dinge sagen und das tut niemandem weh. Ja. So, und wenn, also wie gesagt, ich kenne mich da zu wenig aus. Wenn jetzt wirklich das so wäre, dass diese zwei Raben sterben würden, wenn man die freiließe, dann wäre es wenigstens gut, dass von den Verantwortlichen, ich weiß nicht, ob es die Stadt Merseburg ist oder wer da der Träger ist von diesem Schloss, wenn dann wenigstens die Zusicherung käme, dass nach dem Ableben, dem natürlichen Ableben der Raben, keine weiteren Raben mehr dort reinkommen. Das wäre ja auch wenigstens eine Sache, womit ich wenigstens noch leben könnte. Weil wenn jetzt wirklich, wie gesagt, ich weiß es nicht besser, ich persönlich kann es mir nicht vorstellen, aber ich bin kein Experte. Und wenn da wirklich da bestätigt würde von Wissenschaftlern und, dass diese Tiere nicht mehr in der Lage wären, selbstständig in der freien Natur zu leben und innerhalb kürzester Zeit sterben müssten, Dann sage ich mir auch, dann ist es natürlich das geringere Übel, die bleiben halt noch so lange in Gefangenschaft und dafür am Leben, aber eben dann darf nicht nochmal das Unrecht weiter fortgesetzt werden und weitere Tiere gefangen werden. Ja. Also nur aus so einer Tradition heraus, weil das sehe ich wirklich nicht ein und das ist sinnlos in meinen Augen. Aber wie gesagt, das ist meine Meinung und ihr könnt gern eure Kommentare, eure Meinung, eure Ansichten dazu reinschreiben. Ja. Ach ja, der Angestellte hat noch gemeint, ob ich schon mal in Bern gewesen wäre, in der Schweiz. Ich sage, nein, warum? Und meinte, ja, da werden Bären aus einer Tradition gefangen gehalten.
Ich sage, das ist genauso Unrecht. Also ich kenne mich da nicht aus, aber das finde ich genauso Quatsch und Blödsinn. Nur es macht ja nicht die Sache besser. Ja? Also den Rahmen interessiert das nicht, dass es noch andere ähnliche Fälle gibt und dass sie sagen, ach so, ja gut, okay, da gibt es Bären, denen geht es ja viel schlechter als uns. Ach, da sind wir ja ganz zufrieden. Das ist Blödsinn. Jedes Tier möchte frei sein und jedes Lebewesen will frei sein. Ja, wir Menschen auch, ja. Also, und jedes Lebewesen hat nur ein Leben. Und was ist das für ein Leben? Die können ja nicht mal fliegen da drinnen, ja. Also, das ist die Natur von Vögeln, dass die halt fliegen können. Und die sind dort halt in so einem Käfig gefangen. Und vor allen Dingen halt, das Konzept ist auch sehr komisch. Das sind zwei Käfige. Und die Raben waren da halt jeder in einem. Und das führt dann in diesen ursprünglichen Rabenkäfig, wo die dann wahrscheinlich sich treffen können, wenn die wissen, wie es geht. Keine Ahnung. Naja, jedenfalls, es wäre gut, wenn das Ganze beendet würde und entweder die Raben freigelassen werden oder, wie gesagt, es wenigstens die Zusicherung gibt, dass diese Tradition mit dem Ableben der Raben dann für immer beendet ist, also Raben einzusperren. Und ja, wie gesagt, wer noch mehr von solchen ähnlichen Fällen weiß, ja, gerne auch das mit melden, mit Filmen, das bekannt machen, publik machen, dass das einfach beendet wird, dieser ganze Schwachsinn, ja, also ich meine, wir haben so viele gute Aktionen laufen zurzeit, ja, und auch viele althergebrachte Traditionen abgeschafft oder abgeändert, warum sollte man jetzt das nicht auch machen, ja, also von dem her, ich danke für eure Aufmerksamkeit. Vielleicht gibt es da Feedback, vielleicht gibt es auch eine Reaktion, dass man sich bei der Stadt Merseburg ja, meldet, E-Mails schreibt, was auch immer. Vielleicht auch ein Tierschutzbund nochmal mit erinnert an diese Sache. Wie gesagt, der Tierschutzbund war natürlich etwas witzig, ja, also dem ist zu verdanken, wie der Angestellte mir sagte, dass da zwei Raben jetzt drin sind, weil erst war nur ein Rabe drin. Und da hieß es vom Tierschutzbund, wie es der Angestellte wörtlich meinte, ein Rabe, das wäre zu langweilig für den Raben, also sperrt man einen zweiten Raben mit ein. Also anstatt zu sagen, ey, man lassen wir den Raben frei, nein, noch einer rein. Ja. Also, eine Logik ist dahinter, das verstehe ich nicht. Naja, gut, also dann bis zum nächsten Mal. Euer Axel.